Königreich werden zuschauen. Willkommen, Spieler. Wir präsentieren die schwebende Anzeigetafel. Moment mal. Kein Spiel kann ohne den besten Spieler stattfinden. Hallo, Spieler. Ich bin eure Schiedsrichterin. Lasst uns Mannschaften bilden. Für mein Team wähle ich die Prinzessinnen Rot und Grün. Ja, alles klar. Okay, ich nehme Orange und Gelb. Ja, ja, die rocken das. Violett und Pink. Ihr wisst doch, das Beste kommt zum Schluss. Ihr seid im Team der Gewinner. Kommen wir nun zu den Spielregeln. Ich übergebe das Wort an Nim. Hallo, Fans der Regenbogenspiele. Ich, Nim, der Wolkenzauberer, bin euer Spielkommentator. Werft einen Blick auf die schwebende Anzeigetafel. Auf dem Spielfeld hat jedes Team sein eigenes Regenbogentor. Dieses Tor besteht aus einem Rohr. Eure Aufgabe ist es, den Regenbogenball in das Torrohr zu werfen. Das Team, bei dem das Tor in den Farben des Regenbogens erstrahlt, strahlt auf als Sieger. Ja! Ja! Oh, seht mal, dort! Ein Bild von mir. Dadurch weiß ich, welches Tor unseres ist. Ihr werft den Ball mit einer Ballschleuder. Und hier sind eure Wolken. Kommt alle zur Spielfeldmitte. Achtet auf den Regenbogenball. Alles klar? Hier ist er. Auf die Plätze. Fertig. Los! Hier, fang! Ich bin frei! Tor! Oh. Ja! 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 So eine Teamarbeit! Chelsea trifft! Ja! Genauso gut das Tor treffen können. Aber wir führen. Wir gewinnen. Wir haben aber keinen Spaß. So wie die. Ob Regen oder Sonnenschein, mit Spaß werden wir Sieger sein. Auf geht's! Wisst ihr was? Ihr habt recht. Ich habe uns nicht als Team gesehen. Dabei seid ihr so wichtig. Wirklich, Chelsea? Wirklich. Dann auf zum Sieg. Teambesprechung. Halten wir sie auf! Oh, der Wahnsinn! Ich hab den Ball! Prinzessin Gelb, pass! Auf gut Glück! Wieso aber zwei Punkte? Für diesen spektakulären Wurf gibt es zwei Punkte. Barbies Team gewinnt. Ja!
Spaß gemacht. Das finde ich auch. Durch meine Freundin weiß ich, dass man als Team gewinnt. Ich habe da nicht dran gedacht. Vergiss das nicht. Dafür hat man Freunde. Prinzessin hat sie gezeichnet. Sie wurde die erste Königin in der Regenbogenbucht. Das ist sie. Ihr größter Schatz ist irgendwo im Königreich versteckt und diese Karte verrät uns wo. Und keiner hat ihn bisher gefunden? Nein. Aber ich dachte, wir suchen danach. Die meisten Hinweise sind Rätsel. Echt? Ich liebe Rätsel. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, kommen wir zum ersten. Sind goldene Schätze dein Begehr? Zaubere dir einen Fischschwanz her. Wahrscheinlich möchte die Prisma-Prinzessin, dass wir Meerjungfrauen werden. Dann hat sie den Schatz auf dem Grund des Regenbogenmeeres versteckt. Na los! Hier. Die Karte zeigt eine Muschel. Und neben der Muschel steht das nächste Rätsel. Fällt die Suche dir nun schwer? Muss ein Nickerchen jetzt her. Welches Bett steht denn unter Wasser? Honey, komm zurück! Da ist sie! Wir folgen dem Schnorchel. Hey, dieses Lachen kenne ich! Hallo, Chelsea! Hallo, Regenbogenprinzessin! Ah, die Muschel ist das Bett! Wir suchen den geheimen Schatz der Prisma-Prinzessin. Was? Ehrlich? Den würde ich auch gern finden. Kann ich helfen? Klar, na sicher. Denn bei einer Schatzsuche kann jeder mitmachen. Vielleicht ist etwas darin versteckt. Aber wie bekommt man die Muschel denn auf? Oh, das ist einfach. Passt auf! Kille, kille, kille. Öffne dich. Oh. Kille, kille. Riesenperlen! Wartet! Die Perlen wollen uns etwas mitteilen. Schaut doch! Das ist ein Hinweis, oder? Ist das eine Scheibe Brot? Du hast recht, Charles. Und das dort ist Jilly. Ha, der Hinweis ist lustig. Ein Fisch? Jilly plus Fisch. Das erinnert an eine Qualle! Ha, wo könnten diese Quallen leben? Na, in der Quallenschlucht! Oh, die Karte zeigt einen Weg. Auf geht's! Willkommen in der Quallenschlucht. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so dunkel wird. Charles, schau mal auf die Karte. Gibt es einen neuen Hinweis? Ja, gibt es. Hier steht, du musst erst den Bogen sehen, dann wirst du auch den Schatz erspähen. Hab keine Angst vor Dunkelheit, denn Lichter stehen für dich bereit. Ich sehe keine Lichter. Vielleicht sind die Quallen gemeint, wegen der Biolumineszenz. Das bedeutet, sie können selbst Licht erzeugen. Aber wo sind sie denn? Hey, da ist der Bogen. Und von daher kommt Licht. Ich wette, die Quallen sind auf der anderen Seite. Folgt mir. Wow. Keine Sorge, diese Quallen kann man berühren. Sie sind magisch. Wow, toll. Kommt, sie zeigen uns den Weg. Wir müssen ihr folgen. Werden wir. Orange, du musst Verstärkung rufen. Ich rufe alle Junior-Prinzessinnen. Wir haben einen Regenbogenlichtnotfall. Was ist das? Honey ist da unten. Beeilen wir uns. Los. Man kann nichts erkennen. Honey. Oh. Yeah.
warum. Aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem versteckten Schatz. Barbie! Ich bin frei. Woran hänge ich denn fest? Ist das nicht traurig? Das ist eine Miniatur des Regenbogenschlosses. Chelsea, deine Schwanzflosse hat uns zum Schatz geführt. Ja! Wir bringen den Schatz zum Schloss. Ein neues Rätsel. Willst du in das Haus hinein, kann der Weg nur Liebe sein. Höre, was dein Herz dir sagt. Dann sind alle mit am Start. Alle zusammen auf drei. Eins, zwei, drei! Du zuerst. Wow, es ist umwerfend. Wunderschön. Es ist von innen so viel größer als von außen. Das ist Magie. Hier könnten wir uns alle treffen, immer wenn wir es wollen. Freunde sind der größte Schatz. Limonade, aber warte ab, denn wir sind jeden Augenblick im schönen Bonbon-Königreich. Wow, ich frag mich, was hier los ist. Das Fest der Erfindungen im Bonbon-Königreich. Wir führen dort unsere neuesten Erfindungen und Kreationen vor. Und alle können teilnehmen. Ich muss weiter, wir feiern auf der anderen Flussseite. Warte, wo? In den Lollipop-Gärten natürlich. Barbie! Hi, Honey. Hi, Chelsea. Bonbonfee, komm schnell mit! Die Bonbonbrücke ist kaputt! Komm nicht in die Lollipop-Gärten ohne die Brücke! Und das bedeutet das Ende der Feier für unsere tollen Erfindungen. Es dauert Tage, die Bonbonbrücke wieder aufzubauen. Wir brauchen eine Idee für die Lösung dieses Problems. Fällt euch etwas ein? Nein. Mir fällt nichts ein. Nein. Ich habe eine Idee. Warte! Du bist doch... Kapitän Zimtstreusel, langjähriger Bewohner des Bonbon-Königreichs. Ich weiß selbstverständlich, wie wir über den Fluss kommen. Wir trinken den ganzen Fluss leer und warten hindurch. Leider ist das für uns alle einfach zu viel Limonade. Aber das war eine gute Idee. Mein Bauch tut weh. Du bist nicht Kapitän Zimtstreusel. Ich bin der Nottoprinz. Und ich habe selbst die Brücke kaputt gemacht. Denn so gibt es keine Erfindungsfestivität. Niemals. Aber Nottoprinz, warum willst du denn nicht, dass die Erfindungen gefeiert werden? Darum. Was ist, wenn sich jemand über meine Erfindungen lustig macht? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe mal Cupcakes für eine Party gebacken, aber die waren ganz pampig. Ha, das ist doch gar nicht dasselbe. Was ist passiert? Alle sagten, dass sie ihnen gut geschmeckt haben. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Was für eine super süße Idee, Bonbonfee. Danke sehr. Aber Ideen kommen von überall. Und noch wichtiger, von jedem Einzelnen. Keine Idee ist eine wirklich schlechte Idee. Aber was, wenn es nicht funktioniert? Dann hatten wir Spaß beim Probieren. Wer versucht sich als Erster mit dem Cupcake-Trampolin? Du schaffst das! Ich bin in den Lollipop-Gärten! Es hat geklappt! Komm uns bald wieder besuchen, Chelsea. Das werde ich! Bis bald, Marshmallow-Leute! Bis bald, Bären! Bis bald, Schokohase! Bis bald, Chelsea! Bis bald, Nottoprinz! Süße Träume!